Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Guide zu Assassin's Creed Origins. Und zwar geht es heute um den Reitpass, die Trophäe, den Erfolg, das Achievement. Und das ist gar nicht so schwer, wie es zum Anfang klingen mag. Ich muss sagen, dass ich in meinem ersten Durchgang wirklich alles geritten und gefahren bin. Die unterschiedlichsten Boote, was weiß ich nicht alles. Dabei habe ich es hier also reduzieren können in meinem zweiten Durchgang. Deswegen ein zweiter Durchgang, damit ich halt auch wirklich wieder den Erfolg erhalte auf 6 Fahrzeuge. Ob alle 6 notwendig sind, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht sind es sogar nur 5. Natürlich als allererstes euer gutes altes Kamel, wo ihr am Anfang drauf reitet, könnt ihr gar nicht verpassen. Dann schnappt ihr euch irgendwo ein Pferd oder ihr kauft euch auch eins beim Händler. Ganz egal, dann haben wir Kamel und Pferd abgeritten. Dann haben wir hier diese Strohballenwagen. Die solltet ihr zweimal fahren. Und zwar einmal vorne als Fahrer und einmal hinten drin als Gepäckstück sozusagen. An irgendeinem Marktplatz oder Hafen findet ihr die Dinger zuhauf, also sollte das kein großes Problem sein, da das entsprechende Fahrzeug zu finden. Wie gesagt, einmal vorne drauf und einmal, wie hier, hinten drin, mitfahren. Versteckt im Strohhaufen, das ist die zweite Variante, die ich sicherheitshalber mit eingebaut habe. Ob sie wirklich notwendig ist, weiß ich nicht. Was auf alle Fälle notwendig ist, ein Boot. Und da ist es halt auch ganz egal, welches Boot, einfach ein Boot. Mehr braucht ihr nicht. Damit haben wir Kamel, Pferd, Ochsenkarren vorne, Ochsenkarre hinten, Boot. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Fahrzeug, das notwendig ist. Also wirklich, da habe ich dann auf alle Fälle den Erfolg bekommen. Das ist der Streitwagen. Den besorgt ihr euch entweder ja, von einem armen Legionär, der da schaut, im Staub liegt, oder aber wenn ihr es entsprechend geskillt habt, könnt ihr die natürlich auch beim Händler kaufen, die Streitwagen. Dafür gibt es auf alle Fälle den Skill unter der Ladentheke. Genau, ich glaube, so nennt er sich, oder einer danach ist es. Dann könnt ihr also auch diese Streitwagen beim Händler kaufen. Aber wie gesagt, es fahren genug Römer mit rum. Die holen wir einfach runter. Dann werden sie nicht mehr rumfahren, die Römer. Das hört sich irgendwie gut an, ne? Rum und Römer. Das war's. Richtig, mehr ist nicht zu tun für den Erfolg. Hat's Video gefallen? Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen. Bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.